ich habe gedacht, ich zeige euch mal eben das Zimmer, in dem wir hier im Hilton Hotel wohnen. Wir haben die Nummer 2510 und das Zimmer sieht wie folgt aus. Man kommt rein, dann hat man hier erstmal das Badezimmer. Sehr schön finde ich schon hier die zwei freistehenden Waschbecken. Und das Highlight auf jeden Fall ist dieses arabisch anmutende Durchgangsportal zur Badewanne. Und da seht ihr auch das Zimmer schon. Das zeige ich euch dann jetzt mal. Hier kommen wir dann ins Zimmer. So sieht das Ganze hier aus. Das Bett ist so wunderschön kuschelig weich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und das hier ist die Aussicht von unserem Balkon. Sehr, sehr schön, oder? Was meint ihr? Ich zeige euch hier auch mal ein paar Impressionen, die wir hier von dem Balkon gefilmt haben. Also ich finde, hier kann man es definitiv ein paar Tage aushalten. Guten Morgen, wir sitzen gerade beim Frühstück und heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich habe nämlich zwei Tage lang die gekochten Eier gesucht und nicht gefunden. Und gestern, als ich mir die Pancakes genommen habe, habe ich sie endlich gefunden. Deswegen gibt es heute mein Lieblingsfrühstück, Toast mit Marmelade und gekochtem Ei. Auf dem Burj Khalifa hoch zu fahren, das höchste Gebäude der Welt. Ich freue mich total und bin sehr gespannt, was uns für eine mega Aussicht erwartet. Ja, ihr seht, wir stehen jetzt oben auf dem Burj Khalifa. Wir haben uns gerade die Brunnenshow von oben angeschaut. Das war extrem schön. Die werden wir uns jetzt gleich auch nochmal von ganz unten anschauen. Und ja, jetzt gucken wir uns nochmal ein paar Nachtimpressionen hier an. Der Höhepunkt des Urlaubs steht tatsächlich noch bevor. Wir werden morgen wieder nach Dubai reinfahren, um dann im Atlantis Hotel für zwei Tage zu übernachten. Das ist so ein kleiner Traum, den der Graf Koks und ich uns erfüllt haben, denn dieses Hotel gab es bisher immer nur auf den Bahamas und dort wollten wir damals, als wir geheiratet haben, unsere Flitterwochen verbringen. Aus diversen Gründen hat das dann aber nicht geklappt und es ist ja jetzt auch schon über 13 Jahre her und dieses Hotel geht mir einfach nicht aus dem Kopf und deswegen haben wir gesagt, wir gönnen uns das einfach mal, denn sozusagen einen Ableger von diesem Hotel gibt es jetzt seit ein paar Jahren in Dubai. Ich bin sehr gespannt, das ist eine riesig große Anlage mit einem wunderschönen Rutschenpark und einem Aquarium, was wir dann da noch besuchen können und ja, das seht ihr dann jetzt alles. We'll be right back.
zeige ich euch jetzt mal das Zimmer hier im Atlantis Hotel. Wir sind gerade eben angekommen und total geflasht. Erstmal ungefähr doppelt so groß wie das, wo wir bisher drin waren. Außerdem haben wir hier einen wirklich wunderschönen Meerblick. Da unten ist noch der Pool. Hier ist allerdings auch wieder das Badezimmer der Star. Hier kann man direkt durchgehen. Also die Badewanne steht irgendwie direkt mitten im Raum mit hier den Türen, die man zumachen kann. Sehr cool. Mache ich jetzt aber nicht, damit wir Tageslicht haben. So sieht das Ganze dann von der anderen Seite aus. Super schickes Waschbecken, so mit Marmor. Und dann haben wir hier noch separates Klo und Dusche. Ich würde sagen, hier lässt es sich ein paar Tage aushalten, oder? Ich bin total überwältigt. Ich bin gerade aus diesem Becken rausgekommen. Ich hatte so einen Snorkeltrip gebucht. Total geil. Normalerweise bist du mit 6 Mann. Ich hatte Glück, es hat niemand anders gebucht, sodass ich das ganze Becken für mich alleine hatte. Und ja, ihr habt ja ein paar Impressionen gesehen. Das war einfach, also ich renne den ganzen Tag nur noch mit einem Grinsen durch die Gegend. Ich bin super happy. Dass das Atlantis einen mega geilen Wasserpark hat und ja, dem ist auch so. Ihr seht jetzt hier mal ein paar Impressionen, was wir hier so erlebt haben.
hoffe, das kleine Video über Dubai hat euch gefallen. Wenn euch sowas gefallen hat, dann könnt ihr euch hier nochmal mein Reisevideo aus LA angucken. Außerdem verlinke ich euch nochmal die Las Vegas Playlist. Und in diesem Sinne sage ich einfach ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Eure Coco.